Servus Leute, hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge von einem weiteren TCG Opening. Und heute machen wir mal wieder was von Pokémon in der Sprache Japanisch auf. Letztes Mal haben wir ja Pokémon Go auf Deutsch gemacht. Danach kam noch die Pop-Serie, davor Digimon und davor hatten wir erst japanisches Pokémon Go. Deswegen habe ich mir jetzt gedacht, so nach 4 Wochen kann man mal wieder was auf Japanisch bringen. Und wir haben heute auch ein sehr, 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 sehr geiles japanisches Set. Welches genau, das sehen wir sofort, denn ich werde es direkt ins Bild schieben. Wir haben hier Blue Sky Stream. Blue Sky Stream ist eines der 3 Sets, die bei uns in Drachenwandel verwurstelt wurden. Also Blue Sky Stream, Towering Perfection und Eevee Heroes ergeben unser Drachenwandel-Set. Hier sind die ganzen Drachen-Pokémon drin, naja, nicht alle, aber halt viele. Zum Beispiel ganz prominent sieht man hier schon auf dem Cover das Rayquaza VMAX. Dann ist hier noch drin Dragoran, hier ist auch Gyarados drin. Also richtig, richtig coole Pokémon. Es sind auch ein paar dabei, die ich jetzt nicht so cool finde, aber das werden wir uns gleich alles im Pokolektor angucken. Dafür muss ich hier nur einmal schnell umschalten. Zack, da sind wir auch schon, genau. Hier sehen wir jetzt die neuesten japanischen Sets, da ist unter anderem Lost Abyss und Incandescent Arcana. Die geben jetzt bei uns das neue Set, weiß gerade gar nicht, wie es auf Deutsch jetzt heißt. Aber wie gesagt, die japanischen, also hier die neuen japanischen sammle ich jetzt nicht mehr, halt eben nur diese Special Sets oder halt so wie jetzt Eevee Heroes oder halt Blue Sky Stream, so richtig, richtig krasse Sets. Wir gehen direkt mal rein hier in Blue Sky Stream und da sehen wir schon die Karten, die hier drin sein können. Ich will gar nicht so zu genau darauf eingehen, weil so ein bisschen Überraschung ist halt schon immer geil. Aber halt die Highlights gucken wir uns jetzt mal an. Wir haben hier zum Beispiel drin Trombog in V und V Max. Dann haben wir hier, wie schon angesprochen, das Gyarados in V und V Max. Wir haben hier außerdem noch drin Meditalis und dann eben hier das Dragoran V. Rayquaza V und V Max haben wir hier drin. Und dann heben hier unten die ganzen Full Arts. So, und um die geht's nämlich, weil hier sind die wunderbaren alternativen Artworks drin. Hier ist zum Beispiel das Dragoran V Alternativ. Ein sehr, sehr geiles Artwork. Gefällt mir sehr, sehr gut. Hätte ich unglaublich gern. Das Rayquaza ist hier nochmal als Full Art. Das sieht auch schon ziemlich cool aus. Das gibt es dann nochmal als alternatives Artwork. Hier mit Amalia nebendrauf auch ein sehr, sehr cooles Artwork. Aber worum es dann eigentlich geht, das ist das Rayquaza VMAX Alternativ. Das ist die teuerste Karte aus dem Set. Also wir sehen hier die ganzen Hyper Rares, nämlich mit Trombog und Gyarados und Rayquaza VMAX und dann eben hier das Alternative. Das ist eine der schönsten Karten aus der Neuzeit, wie ich finde, wie das Rayquaza hier über diesen alten japanischen Tempel drüber fliegt. Ja, also das sieht schon sehr, sehr, sehr geil aus. Ist auch eine Karte, die ich unglaublich gern in Deutsch ziehen würde. Aber in Japanisch ist es eben so, dass die Karte einiges wert ist. Also dann haben wir hier noch die Goldkarten natürlich mit Frostdetie. Dann haben wir noch den Spielzeugfänger. Hier die Elektroenergie und das hier Tempest Range. Weiß ich gerade gar nicht, wie es auf Deutsch heißt. Auf jeden Fall, ich glaube Sturmgebirge oder so. Genau, Sturmgebirge ist es auf Deutsch. Ja, Trainerkarten haben wir hier noch die Sanna, den Schüler und Amalias Entschluss, wie gesagt. Ja, bezüglich Preise. Also erstmal Displays. Das Set kam, Moment, ich kann wieder gerade umschalten. Das Set kam raus, hier sieht man es schon vor über einem Jahr. Ist also noch nicht so alt. Trotzdem die Displaypreise ab 130 Euro aus der Schweiz. Das heißt, da bezahlst du dann auch wieder entsprechend Versand und Zoll. Also ich sag mal so, wenn du jetzt hier aus Deutschland dir eins besorgen willst, dann 160 Euro. Zwischen 130 und 160 Euro musst du rechnen. Ich habe mir die damals alle noch gekauft, wo die gerade frisch rauskamen. Kam aber jetzt über ein Jahr nicht dazu, das Set aufzumachen. Ich habe aber noch ältere Sachen aus japanischen Sonne-Mond-Zeiten. Aber jetzt sind wir eben hier bei Blue Sky Stream. Und ich habe die damals für unter 100 Euro oder ich glaube gerade 100 Euro oder so gekauft. Also da der Preissprung innerhalb von einem Jahr schon krass hier, 60 Euro teilweise mehr. Die Karten rechtfertigen aber das auch irgendwie wieder, zumindest manche, beziehungsweise eigentlich nur 2. Und zwar sind das die alternativen Rayquaza-Karten. Zum einen hier das VMAX und halt eben das normale V-Alternativ. Hier sehen wir schon ab 370 Euro, ab 135 Euro. Das Ding ist aber, dass das die koreanischen Versionen sind. Das bedeutet, wir sehen hier, ne, koreanisch, koreanisch, koreanisch. Und die erste japanische Karte kostet 700 Euro. Und das Krasse ist, ich habe heute Morgen noch geguckt, da war noch eine für 690 drin.
Die ist jetzt hier, ja gut, 709. Also ihr seht auch, die werden hier teilweise für 900 Euro, für 700 Euro, okay, die gehen für den Preis weg. Also wie gesagt, heute Morgen war noch ein drin für 690, da waren es noch 5, jetzt sind es nur noch 4 japanische überhaupt. Also die Karte, die ist auf jeden Fall der Big, Big Banger. Und dann gucken wir nochmal gerade hier die normale V-alternatives Artwork. Selbst die immer noch 135, 140, 150 Euro für diese eine Karte. Ne? Wird das hier zulassen? Nervt ja ein bisschen. Die Dragoran-Alternative, die ist dann schon etwas günstiger. Das sind dann so Preise, jo, 75 Euro, 100 Euro, also immer noch um die 100 Euro. Das ist auch schon noch sehr, sehr teuer. Und dann hier die Hyper Rare, die Rayquaza Rainbow. Wie teuer ist die? 50 Euro, 50 Euro, 50 Euro, ja, 50 bis 60 Euro immer noch für diese Hyper Rare. Also ich sag mal, die drei Rayquazas oder das Dragoran, das ist auf jeden Fall hier jetzt eine der Karten, die ich hier draus gern ziehen möchte. Nicht unbedingt, weil ich die für das Geld dann wieder weiterverkaufen werde, ne? Aber wenn ich das Set halt eben vervollständigen will, ist es natürlich cool, ich ziehe die 700 Euro Karte. Weniger cool wäre es, wenn mir am Ende genau die 700-Euro-Karte fehlt und ich mir die noch kaufen muss. Zumal wir ja gerade gesehen haben, da sind jetzt nur noch 4 drin bei Cardmarket. Also das ist auch gar nicht so einfach, die jetzt zu bekommen. Ne? Wenn die 4 weg wären, ja, dann kannst du gucken, wie du an die Karte kommst. Also gut, wir machen jetzt erstmal hier das Display auf. Und dann gucken wir uns die Booster-Artworks an. Und dann geht das alles wie immer schön der Reihe nach. Moment, wenn ich mir mein Kameramenü wieder hier hinlege, dann kann ich da auch ein Eckchen näher ran. Wie gesagt, Display kosten aktuell 130 Euro plus. Wenn man es aus dem Ausland bezieht, aus Deutschland 160 Euro. Von daher ist das hier auch schon ein, ja, ein nett zu vernachlässigender Wert, der allein für das Display jetzt hier aufgeht. Aber die Booster Artworks sehen auch geil aus. Holy shit. Auf der Kamera kommt jetzt gar nicht so. Ja, kriege ich's? Ja, okay, also die sind halt eben Hochglanz, ne? Die sehen schon ziemlich, ziemlich fett aus. Gut, dann mache ich hier neben die Dinger ab. Ich weiß nicht, wieso ich die immer abmache, aber ich mache es halt immer gern ab, weil das ist extra so ausgeplöppelt. Das macht Spaß. Wie gesagt, früher bei den GX-Zeiten, Sonne, Mond, da war es nur so, da war hier direkt die, oder hier war die Kartenliste drauf, konntest du direkt abhaken. Warum sie da jetzt nochmal den Setnamen draufdrucken und irgendeinen QR-Code, wahrscheinlich ist hinter dem QR-Code versteckt sich jetzt die Übersicht, aber naja gut. Ich fand es früher irgendwie ein bisschen cooler. So, dann stecken wir das noch hier oben rein und dann, Moment, jetzt mal wieder groß. Zack, so stand es im Laden oder steht es vielleicht sogar noch irgendwo, wie gesagt, das Set jetzt. Ein Jahr alt, ist sowieso immer ein Freund von liegenden Boostern und ja, ich würde sagen, also warte mal, Sleeves hole ich mir noch bei, haben wir alles gemacht, Set habe ich gezeigt, Display ist auf, Sleeves sind da, dann würde ich sagen, let's go, japanische, achso, jetzt muss ich wieder, nee, warte mal, gab es einen Kartentrick, ich glaube eins von hinten nach vorne, gell, kommt mir jetzt wieder durcheinander, ich mache einfach mal eins von hinten nach vorne. Achso, und was ich auch noch mache, ist das hier. Okay, wir haben die Seelenmaske schon mal hier vorne drauf, direkt als Ankommen. Deswegen glaube ich, der Kartentrick war richtig. Ein Kindwurm. Ah, Moment. Was aber nicht richtig ist, ist der Fokus. Nein, das war auch falsch. Dazwischen ist er. Da ist er, genau. So muss das. Okay. Kindwurm ist eine Kommen. Ja, wir haben den Kartentrick richtig gemacht. Frigometrie. Ein Minun, hinten mit dem Plusle noch drauf. Witziges Artwork. Und da ist schon direkt Brutalanda als Holo. Sehr coole Karte. Irgendwie, ich mag auch Brutalanda. Vielleicht liegt es auch einfach nur am Namen, weil da Brutal drin steckt. Aber Brutalanda Holo ist schon mal ein ziemlich, ziemlich guter erster Booster. Beziehungsweise ziemlich gut ist wahrscheinlich auch wieder relativ, weil... gut, ich habe jetzt nicht geguckt nach den Trainer-Holo-Karten. Oh, Riffex-Holo. Das ist auch nice. Meistens ist ja so, dass die Pokémon-Holo im Japanischen fast nichts wert sind. Aber dafür können die Trainer-Holos ein bisschen was wert sein. Jetzt haben wir hier die Gummihandschuhe und das war ein Booster ohne ohne Rare. Das ist ja im Japanischen durchaus möglich, dass hier keine Rare in einem Booster ist.
sondern dafür halt eben nur einen kommen oder ankommen, wie jetzt zum Beispiel dieses Costurso. Aber dafür können japanische Displays auch übelst gönnen. Und zwar wollte ich mal nach dem Eevee Heroes Opening gucken, wie so die Pullrate ist. Oh, Papunga als Holo, auch sehr cool. Zweite Generation Pokémon, ziemlich fett. Genau, weil nach dem Eevee Heroes Opening, da hatte ich ja ein Display aufgemacht und vier von diesen VMAX Boxen. Und da hatte ich, es war Felinara alternatives Artwork, wo das in diesem Törtchenladen steht. Dann war das noch Glaciola Rainbow. Und dann hatte ich noch Mac, also drei Secret Rares. Und, oh, wir haben direkt Rayquaza VMAX. Let's go, Alter. Ist das ein Omen? Ist das ein Omen? Gut, die Zentrierung ist jetzt tatsächlich für eine japanische Karte gar nicht mal so gut. Also unten ist ziemlich dünn. Aber holy shit, Alter, Rayquaza VMAX. Das nehme ich auf jeden Fall mit, Alter. Das ist schon mal ein geiler Anfang. Ich meine, das hätte jetzt auch Tromborg VMAX oder so sein können, ja. Gut, Garados VMAX jetzt auch sein können, aber Rayquaza VMAX ist auf jeden Fall geiler als Tromborg. Von daher ziemlich fett. Jetzt muss ich hier wieder Field of View. Wo ist denn hier? Autofokus, genau da. Zack. Gucken wir uns mal ein bisschen genauer an. Rayquaza VMAX, Rengeki. Es gibt ja noch Ishigeki manch. Also fließende Angriff und Kraftangriff. 2021 Pokémon Nintendo 47 von 67 rare illustriert von Planeta Mashizuki. Das ist schon mal cool. Ist jetzt wahrscheinlich keine teure Karte, weil wie gesagt, im Japanischen sind eigentlich nur die Secret Rares teuer, also teurer, ne? Ich meine, da gibt es auch billige und günstige, aber auf jeden Fall schon mal ein sehr, sehr geiler Einstieg hier in das Display. So, wo war ich dran? Genau. Und dann habe ich mich informiert, wie das... Alter, Digga, direkt hier im Anschluss Rayquaza V oder was? Okay. Also ich glaube mal, wenn das so weitergeht, dann callt das hier heute auf jeden Fall noch nach einer Rayquaza Secret Rare. Nach dem Eevee Heroes Opening hatte ich mich auf jeden Fall nochmal damit beschäftigt, wie die Pullrate ist. Weil es war ja so, dass seit Eevee Heroes keine Secret Rare mehr garantiert ist pro Display. Beziehungsweise das war auch komisch, alte Dragoran V. Jetzt kommen hier die Hits nach dem anderen. Dragoran V, auch sehr, sehr geile Karte. Soweit ich das verstanden habe, war es immer so, dass mit jedem Set-Release auch veröffentlicht wurde, wie viele oder ob eine Secret Rare garantiert ist. Und bei Eevee Heroes wurde das nicht veröffentlicht. Und da hat man dann halt eben daraus geschlossen, dass hier keine mehr garantiert ist. Es kann aber auch trotzdem eine drin, also wie gesagt, da ist man sich selbst nicht so ganz sicher. Ja, ob das jetzt heißt, okay, da ist keine mehr garantiert oder ob die einfach halt vergessen hatten zu veröffentlichen, dass da eine garantiert ist. Wie dem auch sei. Und dann habe ich aber durch Zufall gesehen, dass jemand aus dem Display, ich meine, es war eine Rainbow und ein alternatives Artwork gezogen hat. Also eigentlich zwei Secret Rares. Jetzt weiß ich nicht, ob das halt eben einfach Zufall war. So, da war jemand lucky und hatte zwei Secret Rares im Display, nebenbei Victini Holo. Ich denke eigentlich eher Ersteres, ne, dass das halt einfach Glück war. Hey, du hast zwei Secret Rares. sehr geiles Volnona Artwork nebenbei. Ich glaube, eben noch gar nicht gesagt, wir hatten es eben schon mal gezogen, aber sehr, sehr geiles Volnona. Voltilam hier und yo, let's go, Alter, Dragoran alternativ. Oh, holy shit, die Karte sieht fett aus. Digga, die sieht geil aus. Hier neben mit dem, warte mal, ich mach's mal gerade. Ah, jetzt sind wir genau da, wo ich eigentlich von reden wollte. Moment, ich mach mal kurz hier Größe. Hier neben sieht man noch, wenn es scharf stellt, das Ibitak und die ganzen Habitaks. Ne? Hier das Ibitak und die ganzen Habitaks und die jagen hier. Nee, okay, schade. Ich dachte, wenn das jetzt Taubsies wären, dann würde es zur Serie passen, weil es gibt ja die Folge, wo Ash seinen Taubos abgibt, wo die Habitaks die Taubsies jagen. Okay, leider nicht. Wenn das hier noch Taubsies gewesen wären, dann wäre die Karte 11 von 10 gewesen. Aber so schon sehr, sehr geil.
Tragoran V alternatives Artwork. Holy shit. Genau, und es hatte nämlich eben jemand eine Rainbow gezogen und ein alternatives Artwork aus einem Display. Und da habe ich mir dann halt die Frage gestellt, war das jetzt nur Glück oder zählt quasi ein alternatives Artwork nicht als Secret Rare Slot? Weil eine Rainbow ist ja charakteristisch, Rainbow ist Rainbow, ne? Aber das hier ist ja theoretisch nur eine V, halt mit einem anderen Bild. Deswegen will ich nicht ausschließen, dass bei Eevee Heroes schon das Felinara, genau, Felinara und zum Beispiel das Glaziola aus dem Display kamen und wir nur den Mech aus einer der Boxen hatten oder halt andersrum. Von daher, ich will jetzt auch hier nicht ausschließen, dass wir hier noch eine Secret Rare in Form von zum Beispiel einer Rainbow oder so drin haben können. Also, ich halte es zwar für sehr gering, ich denke mal, das war jetzt unser Secret Rare Hit aus dem Display hier, aber, Zygarde Holo, aber es könnte sein, dass wir hier noch eine Secret Rare drin haben. So, so oder so sind hier noch ein paar Hits drin, zum Beispiel ein schönes. Ich wollte gerade sagen, zum Beispiel Gyarados VMAX könnte hier noch drin sein. Und zack, da ziehen wir es. Alter, die Karten, die VMAX-Karten, ich finde die so geil. Am Anfang war ich überhaupt kein Freund davon, weil ich so gedacht habe, Digga, da ist so viel los auf dieser Karte. Aber wenn wir die halt hier so gegen das Licht treten, ne, und dieser VMAX-Effekt hier zum Beispiel mit dieser Struktur und dann hier oben die Schrift, das Gyarados VMAX, das ist dann wieder Hochglanz, sieht schon sehr, sehr fett aus. Die ist jetzt vom Centering ähnlich wie die Rayquaza. Unten ein Tickelchen dünner, aber trotzdem einfach eine richtig, richtig schöne Karte. So, und ein halbes Display haben wir noch, würde ich mal sagen. Also, ich will nicht wissen, was da noch kommt. Die für mich persönlich geilsten Hits haben wir eigentlich. Also das Rayquaza VMAX und Gyarados VMAX. Dann noch von Dragoran die Alternative. Von der hier die Alternative. Rayquaza VMAX Alternativ. 700 Euro einfach für eine fucking Pokémon-Karte, für ein Stück Pappe eigentlich. Das ist so übertrieben. Aber die Karte sieht halt auch übertrieben geil aus. So, die Gummihandschuhe haben wir nochmal. Ich habe ja theoretisch jetzt für ein Display den Preis schon raus. Ja, ich hatte ja eben geguckt, das hier, Dragoran V Alternativ, um die 100 Euro und das Display hat mich damals vor einem Jahr auch etwa um die 100 Euro gekostet. Ich weiß jetzt nicht, ob es ein bisschen mehr war oder ein bisschen weniger. Ich habe insgesamt 4 gekauft. Von daher, also wenn ich mir die Karte jetzt gekauft hätte, dann hätte ich genauso viel Geld ausgegeben wie jetzt für das Display. Und ich meine, da habe ich halt lieber das Geld jetzt fürs Display investiert. Okay, du weißt aber halt nicht, was drin ist. Das hätte jetzt auch genauso gut Trombok V alternativ sein können, ne? Was, also ich weiß nicht, wie teuer die Karte ist, aber ich würde mal sagen, so 5 Euro oder so. Deswegen, ich weiß nicht, das ist doch hier Demeteros, genau, da gibt es ja noch die anderen. War der hier, der mit der Luft hier so, da gab es den nur noch mit Wasser und dann gibt es den noch in Grün, weiß ich gerade gar nicht genau. Ich weiß halt nicht, ob ich jetzt die anderen drei noch aufmache. Also alle drei sowieso nicht, ja. Vielleicht noch eins, maximal zwei. Eins lasse ich auf jeden Fall zielt. Aber das Ding ist ja, oh, Muschas und Austausch hier direkt hintereinander, okay. Weil ich habe halt eigentlich für mich die geilsten Karten schon gezogen. Weil ich bin halt echt davon ausgegangen, ich ziehe hier ein Trombok V-Max und Ramot, wie heißt es nochmal hier? Doch, Ramot, gell? Ramot, genau. In V oder so und dass ich die beiden habe, plus halt eben die, oh, das ist schon ziemlich geil. Ja, irgendwann werde ich nochmal eins aufmachen. Ich denke zwar nicht, dass ich die Rayquaza VMAX da ausgerechnet noch drin habe, aber Gyarados V ist noch drin. Holy shit, also jetzt haben wir echt, ich habe alles gezogen. Ich habe alles gezogen, was ich wollte. Rayquaza V und VMAX, Gyarados V und VMAX und Dragoran V plus die Alternative. Ich habe alle Karten gezogen, die ich gerne aus dem Display hätte. Beziehungsweise nicht aus dem Display, aus dem Set. So ist es richtig. Ja, das sind jetzt immer diese Entscheidungen. Gehst du auf die Jagd nach dieser einen VMAX Alternativ, machst dafür noch 200 Euro Display auf oder sagst du, nee, ich habe alles gezogen, was ich eigentlich wollte und du lässt es bleiben. So, jetzt haben wir es nämlich genau mit Italis V. Jetzt sind dann halt eben noch die Karten drin, die ich nicht unbedingt bräuchte. Wahrscheinlich, ja gut, wir haben noch, ja, ein paar Booster haben wir noch. Wahrscheinlich ziehen wir gleich noch einen
Ramot oder so. Das sind dann immer so die Gewissensbisse. Und hier Loser Dean, wahrscheinlich würden wir ablosen, wenn wir jetzt nochmal eins aufmachen würden. Aber das ist eh Zukunftsmusik. Ich war auch schon kurz davor, nochmal Eevee Heroes aufzumachen. Aber da habe ich mir gedacht, nee, das hattest du vor 4 Monaten erst. Außerdem gab es davon schon 2 Videos. Machst du jetzt mal hier das auf. Das hattest du noch gar nicht, beziehungsweise gut. Oh, die Aurora-Energie, die sieht auch geil aus. Das hätte ich mir auch richtig cool als Holo vorstellen können. Wenn die dann hier irgendwie, na gut, die Holos, die sind immer diese gestreiften, ne? Wenn die da halt irgendwie hier noch so einen Effekt reingebracht hätten. Oder die als Secret Rare. Oh, die hätte auch geil aussehen können. Ich versuche hier immer ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Nicht nur für die Videos, sondern ich will ja auch nicht dreimal nach Gang dasselbe Set aufmachen. Deswegen wird jetzt auch demnächst nicht, nochmal ein paar Punga hier als Holo. Und deswegen wird jetzt hier auch in Zukunft oder in nächster Zeit nicht schon wieder Drachenwandel kommen, weil da sind ja dieselben Karten drin. Zumal bei Drachenwandel bin ich mir eh noch unsicher. Drachenwandel habe ich ja ein Sealed Display Case, also da sind 6 Displays noch im Karton verschlossen. Ich bin zwar eigentlich auch einer, der immer sagt, Pokémon-Karten müssen geöffnet werden, aber das Ding ist halt, das Case, das könnte ich jetzt mittlerweile auch schon fürs Doppelte verkaufen. Da denke ich mir halt eher, also jetzt nicht, Regilegia als Holo, den hatten wir heute noch nicht. Regilecki hier, schön. Und mir geht es ja gar nicht darum, dass ich da irgendwie das jetzt verkaufen könnte und schönen Gewinn mache, sondern da geht es mir halt einfach darum, dass das Ding halt hier zielt. So einen Wert hat und ich sammle ja auch und Sammlerwerte sind ja auch was Tolles, ne? Deswegen weiß ich noch nicht. Ich weiß gar nicht, wie teuer gerade so Drachenwandel-Displays sind, kann ich gleich mal nachgucken. Oder auch Eevee Heroes, weil bei Eevee Heroes ist ja auch die Nachtara wie Max drin. Ich glaube, die kostet auch 700 Euro. Da weiß ich gar nicht, von Eevee Heroes habe ich, glaube noch genug von diesen VMAX-Boxen und irgendwie auch noch 3-4 Displays oder so. Mal gucken. Okay, warum ich jetzt hier so lange das Sturmgebirge in der Hand habe, ist, weil es der letzte Booster ist. Und den wollen wir natürlich zusammen durchgehen. Deswegen hier Wikichita. Da ist die gute Sana. Da haben wir nochmal Willurzy. Oh, wir haben tatsächlich noch eine Secret Rare. Wir haben Sana Full Art. Ha, im letzten Booster. Ohne Scheiß. Nett abgewogen. Ich habe mir den nett zur Seite gelegt oder so. Das war halt einfach legit der letzte Booster. Holy shit. Okay. Also, damit stimmt aber meine Theorie vom Anfang. Wir haben einfach in einem Display 2 Secret Rares gehabt. Ja, wir sehen es hier. Man sieht es nicht. Beziehungsweise doch, wir können es sehen. Keine Ahnung, ist ja egal. Wir haben die 74 von 67 SR Secret Rare und die 77 von 67 SR Secret Rare. Wir haben 2 Secret Rares in einem Display. Das ist geil. Das ist geil. Vor allem Trainer Full Arts. Gerade im Japanischen. Ich feiere die irgendwie im Japanischen mehr als im Deutschen. Ich weiß nicht warum. Es ist dieselbe Karte, aber ich finde die Japanischen sehen irgendwie cooler aus. Keine Ahnung warum. Auf jeden Fall Dragoran V Alternativ und Sana Full Art. 2 Secret Rares in einem Display. Holy shit. Das ging ja zum Schluss nochmal richtig ab. Also ich habe gerade mal überschlagen, die Sana auf den ersten Blick nicht genauer nachgeguckt, wie die Karten vom Zustand sind. Einfach Card Market Sana um die 45 Euro waren die ersten Karten. Also sagen wir mal, wenn es gut ist, eine 50 Euro Karte. Das heißt, mit der Dragoran zusammen 150 Euro allein die beiden Karten und das Display hat mich um die 100 gekostet. Also allein wenn ich die beiden gekauft hätte, hätte ich schon mehr bezahlt als jetzt hier in dem Display. Von daher sehr, sehr gut. Von Sammlerperspektive aus, ne? Schon mal 2 richtig teure Karten gezogen, aber natürlich auch von den Karten an sich 2 ultra geile. Von daher, das war ein Top-Opening. Wir gucken uns trotzdem nochmal an, was wir hier gezogen haben. Wir haben nämlich hier das Gyarados V und das Gyarados V Max. Das schon 2 richtig geile Karten. Das Artwork hier brutal geil. Dann noch das Rayquaza V und V Max. Dann haben wir hier noch Meditalis V. Ja, ich sag mal, ist halt auch drin, ne? Und dann kommen wir langsam zu den Bangern. Erstmal noch das Dragoran V. Das ist auch schon ziemlich geil. Aber natürlich die beiden Highlights. Sana Full Art und Dragoran V Alternativ. Boom einfach. Okidoki.
Die Preise stehen jetzt hier nochmal drauf. Wie gesagt, die obere Reihe und nach links das Dragoran, schätze ich mal so irgendwie ja, bis 2 Euro, 3 Euro für ja, Rayquaza, Vimex, maximal 4 Euro, die beiden Karten hier. Der Rest wird billiger sein, dadurch, dass man halt eben in einem Display so viele bekommt. Aber ich sag mal, von dem, was wir gezogen haben, kein Ramot, kein Trombrok, von daher die Ausbeute, gut, Meditalis sehe ich jetzt mal als Bonus, aber die Ausbeute schon ziemlich, ziemlich fett. Das war es auf jeden Fall jetzt erstmal gewesen von Blue Sky Stream. Wir machen noch den Sticker Booster auf, aber ich bin hochzufrieden. Das sind sehr, sehr geile Karten und ich freue mich schon darauf, die in mein Sammelalbum zu packen. Jawohl, und da ist auch schon das, gut, das andere Sammelalbum, das Sticker-Sammelalbum. Da fehlen uns ja auch noch ein paar Stickerchen, überwiegend aus dem Prisma- und Gold-Bereich. Wir schauen mal, ob wir da ein bisschen weiterkommen heute. Uns fehlen ja auch noch hier vorne ein paar, also ich weiß gerade nicht. Die Starter haben wir durch, zum Beispiel Kokuna. Ich habe so viele von diesen fucking Sticker-Tütchen schon aufgemacht. Noch kein Kokuna, noch kein Radikal gezogen, noch kein Taubos. Also, gut, wie gesagt. Mir fehlen noch ein paar, oder uns fehlen noch ein paar, wir machen das ja jetzt zusammen, gell? Aber schauen wir mal, ob wir hier jetzt heute wieder ein bisschen was mehr bekommen. So, wir haben ein Bisa-Knosp, habe ich aber schon. Mauzi haben wir hier, dann Owei, ein Aerodactyl, ein Nebulak, ein Golbat, ein männliches Nidoran, dann ein Magneton, ein Ditto. Und Shigi mit seiner schnellen Sonnenbrille. Sehr geil. Ja, genau. Shigi mit der schnellen Sonnenbrille. Ich glaube, der fehlt mir noch. An den kann ich mich zumindest nicht erinnern. Hiervon meine ich schon jetzt zu wissen, dass wir da alles haben. Vielleicht das Ditto nicht, ich weiß nicht. Aber wir werden das uns jetzt mal genauer angucken, nachdem ich die hier in Reihenfolge gebracht habe. Okay, dann schauen wir mal. Also, das Bisa-Knosp haben wir schon. Das Nidoran mit der 32 haben wir auch schon, da ist es nämlich. Dann kommt das Golbat mit der 42, das haben wir auch schon. Mauzi mit der 52 haben wir auch schon. Magneton mit der 82, die dürften wir auch schon haben, zumindest Magnetilo. Magneton haben wir auch, genau. Nebulak 92 haben wir auch schon. Dann das Owei mit der 102. Genau, da unten haben wir auch schon. Ditto 132, da bin ich mir unsicher. Gerade mal schauen. Okay, nee, Ditto haben wir auch schon. Und Aerodactyl, das weiß ich, haben wir auch schon. Da oben klebt er nämlich. Genau. Dann bleibt uns nur noch Shigi mit der schnellen Sonnenbrille. Ashs Shigi hat ja eine schnelle Sonnenbrille. Genau, da sieht man es nochmal. So sieht die aus. Und dann gibt es ja auch noch die langsamen Sonnenbrillen. Die hat der Rest der Shigi-Meute auf. Haben wir davon vielleicht noch ein Bild? Nee, gerade nicht. Nee, zumindest hier. Nö, gerade nicht. Okay, dann findet das Shigi hier jetzt gleich sein Plätzchen. Mal gucken, ob ich den stark reinbekomme. So, das ist nämlich jetzt das Blöde, wenn ich mich hier drauflege. Das könnt ihr gar nicht sehen, aber das sieht man, wenn man von vorne guckt. Das wälzt sich jetzt hier überall. Deswegen ist das gar nicht mehr so einfach, die hier gerade aufzukleben. Hört vielleicht blöd an, dass es schwer ist, einen Aufkleber gerade drauf zu machen, aber ist halt so. So, Shigi mit der schnellen Sonnenbrille Prisma 22 klebt und kann sich hier zu Ash und zu James gesellen. Und was ist hier noch? Nochmal Ash. Oh, hier hinten nochmal ein Ekans, also Snake rückwärts. Ne? Oder Rettan ist ja Natter rückwärts, wer es nicht wusste. Arbok, Cobra. Hm? Genau. So, das war es aber dann jetzt erstmal für heute gewesen. Richtig geiles Blue Sky Stream Opening. Hat mir mega gut gefallen. Zwei richtig fette Karten gezogen. Also eigentlich mehrere fette Karten, aber zwei davon waren halt eben Premium-Karten. Nämlich das Dragoran V Alternativ und Sana Full Art. Das kann man eigentlich nur noch toppen durch alternatives Artwork von Rayquaza V oder halt eben V Max. Aber gut. Das ist ein bisschen Utopie-Gedanke. Ich bin auf jeden Fall froh, dass ich jetzt nicht zum Beispiel Meditalis V gezogen habe, alternativ, oder Trombok oder den Schüler als Rainbow oder so. Von daher bin ich mit den zwei Secret Rares, oder dass wir überhaupt zwei Secret Rares haben, bin ich schon mega, mega zufrieden mit.
Und damit würde ich dann das Ganze auch an dieser Stelle beenden mit diesen schönen Gedanken hier, schönen Worten, schönen Karten. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Was es dann gibt, weiß ich noch nicht. Ich lasse mir was Schönes einfallen, ihr werdet es dann sehen. Bis dahin, Hagi Brüschtu, ciao.